So, heute haben wir den 14. September 2011. Markus ist heute wieder da zur Sichtung. War das letzte Mal vor 3 Wochen da. Er bereitet sich gerade auf einen Wettkampf vor. Der findet Ende Oktober statt. Und wenn alles klappt, nimmt er dann auch am nächsten Wettbewerb teil. Es ist dann Anfang November. Mach mal bitte einen Doppelbizep, damit wir sehen, wie es momentan aussieht. So, wenn wir das genau angucken, sieht es natürlich hervorragend aus für den Zeitablauf. Wir haben natürlich noch 6 Wochen vor uns und für 6 Wochen ist die Form schon oberprächtig. Einmal Latissimus bitte. War vorher sein extremer Schwachpunkt, hat er jetzt innerhalb von einem Jahr gut ausgearbeitet. Ist zwar noch kein Rückenmonster, aber er ist auf dem besten Weg dahin. Und dann einmal bitte zur seitlichen Brustpose. Die Seitenwahl ist dir freigestellt, die Seite, was für dich angenehmer ist, genau. Seitenwahl freigestellt, unten auf die Beine achten, Fußspitze ein bisschen weiter vor unten, Richtung Knöchel. So, Knie nach hinten drücken, Druck auf die Fußspitze und oben ziehen. So, Schulter nach hinten, ein bisschen rotieren im Oberkörper, komm. So, wie man sehen kann, Brust, super schön. Brustmuskulatur und natürlich auch seine Beinmuskulatur, seitliche Brustpose, sieht dann noch etwas verkrampft aus, wird aber besser, weil er ab nächste Woche anfängt zu üben. Gut, nächste Pose, Trizep bitte. Jawohl, Schulter nach hinten ziehen, noch mehr nach hinten, Bauch einziehen, Druck auf die Fußspitze, wo ist dein Fers, wo ist deine Fußspitze unterm Fersen richtig abstellen. Bauch einziehen. Und das Ganze macht natürlich auch Spaß. Das sieht man im Gesicht, dass es Spaß macht. Genau. Sehr gut. Schulter noch weiter hinten. Bauch rein. Jetzt sieht es gut aus. Gut. Deine Drehung bitte. Doppelbizep von hinten. Sehr schön. Druck auf die Beine. Knie leicht nach außen. Und die Schulterblätter mal auseinanderziehen. Nicht zusammen. Und mal auseinander. Lat nicht schmal machen. Du hast eh keinen riesenbreiten Lat. Dann machen bitte nicht noch schmäler. Gut, Teilung schon sehr schön im Rücken. Wenn da noch Farbe drauf ist, sieht es jetzt schon gigantisch aus. Und Latissimus bitte. So, da geht aber noch ein bisschen mehr. Komm, linke Seite weiter rausziehen und ein bisschen nach hinten ins Hohlkreuz kommen. Die Wertungsrichter sitzen unten, nicht oben. Druck auf die Beine nicht vergessen. Gut, sehr gut. Und einmal drehen bitte zur Frontansicht. Und eine Bauchpose bzw. Bauch- und Beinepose. Sehr schön. Und atmen, ausatmen, Luft raus, Luft raus, Luft raus, Luft raus. Wie man sehen kann, schräger Bauchmuskel schon perfekt. Der gerade Bauchmuskel fehlt noch ein Tick, liegt aber auch daran, weil jetzt wird es besser. Und wenn er ausatmen und schon kommt, ausatmen und da ist er. Jawohl, gut. Und locker lassen. Entspannt stehen bitte. So, das war Markus B. aus Nähe von Mannheim. Nimmt dieses Jahr das erste Mal an einem Wettkampf teil. Und wie man jetzt schon sehen kann, sieht er 6 Wochen vor dem Wettkampf schon richtig gut aus. Er muss sich definitiv über seine Form keinen Kopf machen. Er kann völlig entspannt auf den Wettkampf zugehen und kann sich voll auf sein Training konzentrieren. Heute haben wir den 5.10.2011. Markus aus der Nähe von Mannheim ist heute wieder da zur Sichtung. Wir haben jetzt ja noch ein paar Tage bis zum 22.10.2011, wo der Markus das erste Mal am Wettkampf teilnehmen wird. Markus ist einer, der immer recht unzufrieden ist mit seiner Formfigur. Wenn man jetzt schon sehen kann, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass er schon eine Topform hat und das schon weit vorm Wettkampftag. Markus, mach schon mal bitte einen Doppelbizep. So, und mal Beine schön spannen, komm, da geht mehr. Gut, der Latissimus bitte. Auch da bitte, Jungs, nehmt Rücksicht auf den Markus. Latissimus ist sehr schwierig für ihn, wenn man mal genau hinguckt. Wenn er mal auf die rechte Seite guckt, da hat er eine Verkürzung im Schlüsselbein. Und es ist für ihn sehr anstrengend, beziehungsweise ein kurzes Schlüsselbein, warum auch immer. Für den ist es sehr anstrengend, den Latissimus richtig zu zeigen. Beine mehr Spannung, komm, da geht mehr. Gut, okay, dann seitliche Brust bitte. Schön ziehen, Druck auf die Fußspitze. Und oben noch ein bisschen nach hinten außen rotieren, Schulter nach hinten ziehen, die vordere Schulter nach hinten. Die Schulter bei mir, wo vorne ist, die nach hinten drehen. So, nach hinten. Genau, gut. Okay. Dann ein Trizep bitte. Auch da wieder die Schulter nach hinten klappen, die vordere Schulter, genau. Wo ist der Bauchmuskel? Bitte Bauchmuskel zeigen seitlich, ausatmen. Und jetzt, gut, Druck aufs Bein.
und die Knie nach hinten, Oberkörper nach vorne rotieren. Und ein entspanntes Gesicht bitte, das macht dir ja auch Spaß. Dann bitte eine Drehung zur Rückenansicht. So, und einmal, genau, schön Doppelbizep. Sieht gut aus, wie man schon sehen kann. Nochmal bitte einmal ziehen. Schon eine schöne Teilrückenstrecke anspannen. Latissimus weiter, also nicht die Schulter schließen. Du hast eh einen schmalen Lat, nicht die Schulter schließen. Gut. Und Latissimus bitte. Und während des Posens nicht vergessen zu atmen, wie ihr jetzt auch hier nochmal genau sehen könnt. Das sieht man jetzt nochmal eindeutig, die rechte Seite. Das kurze Schlüsselbein, das macht ihm Probleme natürlich bei der Latpose, aber er übt ja fleißig. So, dann eine Drehung nach vorne bitte. Und nochmal Bauch und Beine. Und dann gucken wir einmal ganz genau auf die Beine. Ja, das ist schon schön, ein bisschen Ansatz zum Querstreifen. So, und der Bauch sieht auch klasse aus, Markus. Alles gut gemacht. Nochmal entspannt stehen bitte. So, das war Markus Brauch. Wieder zur Verlaufskontrolle hier. Er bekommt jetzt natürlich noch den abschließenden Plan für die letzten Tage vom Wettkampf. Entladen, aufladen, aufsalzen, entsalzen, Mineralstoffdepots füllen, die Menge Wasser, was er trinken muss und natürlich auch nochmal eine genaue Anleitung, was er trainieren muss, was er nicht trainieren sollte. Den gesamten Ablauf, inklusive den Ablauf des Wettkampftages, bekommt er jetzt nochmal schriftlich, sodass er am 22.10. in der Topform auf der Bühne steht. Markus hat jetzt im Moment 8% Körperfett, wiegt 87 Kilo und ist jetzt innerhalb von einem Jahr, wenn ich jetzt die Form vergleiche mit seinem Studium von letztes Jahr, da war er bei 79 Kilo. So, jetzt ist er bei 87 Kilo, hat fast eine ähnliche Form. Das heißt, er wird also auf jeden Fall mit einem Plus von 4 bis 5 Kilo innerhalb von einem Jahr auf der Bühne stehen. Letztes Jahr hat er ein Fotoshooting gemacht, mal einen Probelauf. Dieses Jahr ist eine Wettkampfteilnahme. Und Markus, wie gesagt, hat Talent. Er ist 23. Markus ist 23, hat Talent, trainiert noch gar nicht so lang. Wie lange trainierst du, Markus? 4 Jahre. Markus trainiert 4 Jahre, wie man sehen kann, da ist schon ordentlich was dran. Markus nimmt aber die ganze Thematik auch ernst, das heißt, er nimmt sein Essen ernst, nimmt sein Training ernst. Er geht auch manchmal so manchen Menschen auf die Nerven mit seinem Training, mit seiner Ernährung, aber nur so kommt man natürlich so weit, wie es der Markus geschafft hat. In Kürze wieder mehr, und zwar Markus wird nochmal so 2-3 Tage vom Wettkampf von mir erscheinen, nochmal zur Endsichtung und nochmal zum Feintuning.